Drei Männer, drei Parteien und drei mehr oder weniger unterschiedliche politische Vorstellungen, passend verpackt in eine rote, eine grüne und eine schwarze Aktenmappe. Bei der Vorstellung der Eckpunkte des städtischen Haushaltes für das kommende Jahr stellten alle Beteiligten zunächst jedoch einmal die Einvernehmlichkeit der Gespräche heraus. Die waren eigentlich sehr offen und sie waren auch konstruktiv. Ich meine das jetzt nicht als Floskel, sondern ernst gemeint, noch sehr ehrlich. Wir haben alle gewusst, da wird eine Professionalität von uns erwartet. Wir müssen als Leitung, als politische Leitung der Verwaltung da liefern. Es braucht ja immer auch eine gewisse Zeit, bis man in einer solchen Konstellation Vertrauen zueinander entwickeln kann. Wir haben aber als Koalition von CDU und Grünen ja von Anfang an gesagt, dass wir die Hand reichen dem Oberbürgermeister zur Zusammenarbeit. In der Sache hat man sicher über viele Punkte auch hart gerungen. Aber es war eine sehr konstruktive, sehr zielorientierte Atmosphäre gewesen, die mir doch die berechtigte Hoffnung macht, dass wir auch in Zukunft gut und zum Wohle der Stadt zusammenarbeiten werden. Deutlich weniger Schulden als noch vor einem Jahr befürchtet, will Frankfurt im kommenden Jahr machen. Eines der wichtigsten Merkmale der vorgestellten Haushaltspläne. Dennoch sei es gelungen, mit diesem Entwurf die Balance zwischen einer sozialen und wirtschaftlich starken Stadt zu halten. Er trägt auf der einen Seite der Notwendigkeit der Konsolidierung Rechnung. Wir konnten das Defizit von fast 260 Millionen Euro auf knapp 75 Millionen Euro reduzieren. Und durch Umschichtung, durch geschicktes Umlenken ist es uns allerdings möglich, auch wichtige Schwerpunktsetzungen zu setzen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, wo wir 155 Millionen Euro investieren werden. Als persönlichen Erfolg verbuchte Sozialdemokrat Feldmann die Investitionen im Bereich des Wohnungsbaus, im Frühjahr eines seiner zugkräftigsten Wahlkampfthemen. Fast 200 Millionen Euro sollen dafür in den kommenden Jahren aufgewendet werden. In einer anderen Frage konnte sich Feldmann dagegen nicht durchsetzen. Immer wieder hatte er die Erhöhung der Gewerbesteuer auf den sogenannten Wallmann-Hebesatz propagiert. Eine Forderung, der die Union eine klare Absage erteilte. Ich hielt sie für fatal, weil wir damit Unternehmen ein falsches Signal aussenden würden, wo wir Wert darauf legen, dass hier investiert wird, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist sicherlich ein Thema, da ist man auseinander, da wird man auch auseinander bleiben. Nicht ganz so eindeutig klingt da schon die Position des Koalitionspartners. Ich bin der Meinung, wir sollten erstmal versuchen, durch intelligentes Sparen den Haushalt in den Griff zu bekommen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in den nächsten Jahren auch die bittere Pille schlucken müssen und die Gewerbesteuer eventuell erhöhen müssen. Dass diese Frage eines Tages einen Keil zwischen die schwarz-grünen Koalitionäre treiben könnte, scheint allerdings unwahrscheinlich. Heute stand dem Römer aber ja ohnehin die Harmonie im Vordergrund. Da wollte sich auch Feldmann in der Pressekonferenz lieber nicht einlassen auf die durchaus berechtigte Frage, ob denn seine eigene Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung dem jetzt auszuarbeitenden Entwurf zustimmen wird.